Moin Leute, wir haben mal wieder ein schönes neues Bier für euch und zwar dieses Mal auch ein seltenes Bier. Vielleicht sogar ein einmaliges Bier, nicht unbedingt, weil es so ganz einmalig schmeckt, aber weil ein junger Hobbybrauer hier aus der Region seinen ersten Sud gemacht hat, also zumindest den ersten Sud im größeren Maßstab. Der Junge heißt Nichols und sein Bier heißt Höppnitz. Höppners Goldrausch. Goldrausch ist tatsächlich ein sehr treffender, gut gewählter Name. Es handelt sich um ein California Common. Allen, denen das nicht sagt, denen sei gesagt, California Commons sind eine spezielle Brauart mit einer speziellen Hefe, die in Kalifornien eingesetzt worden ist. Es ist nämlich eine untergärige Hefe, die warm arbeitet. Also das heißt, es muss nicht runtergekühlt werden, wie normalerweise bei untergärigen Bieren, sondern der Gärvorgang funktioniert auch bei wärmeren Temperaturen. Und ich habe gehört, in Kalifornien ist es meistens warm. Also hat man da das California Common kultiviert. Historisch gesehen ist es aber da jetzt nicht unbedingt erfunden worden. Es gibt auch in Deutschland sogenannte Dampfbiere. Das sind Biere, die ähnlich funktionieren, also ähnliche Hefen benutzen. Und tatsächlich ist auch die Anchor Brewery in San Francisco das beste Exemplar, das beste Beispiel für ein California Common, und das ist das Anchor Steam Beer. Bekanntlicherweise wurde die Anchor Brauerei von einem Deutschen gegründet, Gottfried Brekle. Nun denn. Goldrausch von Höppners, ich meine so 400 Liter Sud, eingebraut in Grönwohl, auch in Schleswig-Holstein. Hier in Kiel gibt es ja keine entsprechende Brauanlage und Abfüllanlage, also hat er sich da in Grönwohl mal für einen Tag eingemietet. Wir öffnen das mal. Von der Farbe her sehr, sehr beachtlich dunkel und verhältnismäßig schwacher Schaum. In der Nase passiert da noch nicht so viel. Mal gucken, wie es schmeckt. Es ist relativ schwach karbonisiert, also prickelt nicht sehr doll. Muss es nicht unbedingt. Ich glaube, hätte sich da schon gewünscht, dass da ein bisschen mehr Kohlensäure drin ist. Faszinierendes Bier. Es entzieht sich so ein bisschen auch einer Kategorisierung. Die California Commons haben schon einen gewissen Hefecharakter, also diese speziellen Hefen, das schmeckt man irgendwie durch. Hier kommt aber auch noch eine Malzigkeit dazu. Das sieht man im Bier eben an. Das ist relativ dunkel und es hat ganz, ganz leichte, röstig-kaffeemäßige Noten. Eine vernehmbare Bittere, aber die ist sehr gut eingebettet. Das ist ja ganz typisch, wenn ein Bier malziger wird, dann fängt das die Hopfenbittere auf. Laut Etikett hat es 38 Bittereinheiten, 14,5 Grad Stammwürze. Das ist schon eine sehr gelungene Komposition, wie ich finde. Ja, er schreibt sogar drauf, Interpretation eines California Commons. Das Anchor Steam Beer hat da ganz bestimmt ein Stück weit Pate gestanden, wobei das anders ist. Das ist definitiv nicht direkt vergleichbar. Hut ab für diesen Sprung vom Reinbraumaßstab auf eine größere Sudnummer. Das ist schon ein beachtlicher Schritt. Sehr gelungen, super Etikettendesign, also ganz schick. Ich freue mich total, dass hier nochmal ein neues Bier aus der Region entsteht. Ich hoffe inständig, dass Nichols und sein Kompagnon, dass die da weitermachen. Also ich glaube, er hat das als Test verstanden. Er wollte sich mal beweisen, dass er auch mehr als 20 Liter schafft. Saubere Arbeit, bisschen mehr Kohlensäure und dann hat er mich.
Ich mag eigentlich nicht so sehr die extrem malzigen Biere und hier ist das ganz wunderbar miteinander kombiniert. Er hat mir erzählt, was für ein Hopfen. Ich habe es leider vergessen, es steht auch nicht auf der Flasche. Aber der Hopfen spielt hier tatsächlich nicht so eine riesige Rolle. Sondern das ist ganz klar ein Bier, was durch diese spezielle Hefe seinen Charakter bekommt. Ich wüsste nicht, dass es so viele California Commons auf dem deutschen Markt gibt. Insofern auch ein mutiger Schritt, aber ein guter Schritt. Denn ganz ehrlich, noch eine IPA, noch ein Pale Ale, ja, da gibt es tolle Sachen. Und da muss man vielleicht, wenn man neu an den Start geht, nicht unbedingt noch eins zu abliefern, sondern da kann man sich ruhig mal einiger ungewöhnlicher Stile bedienen. Weiter so. Ich freue mich, dass ich das bekommen habe. Viel gibt es ja nicht davon. Also, cheers.